Abstand, Abstand. Ach so. Bei Gegenverkehr. Blinker aus, wir wollen geradeaus. Guck dir mal die Vorfahrt an. Nicht mit dem BMW hier gegen die parkenden Autos. Soll ich hier hoch auf den Bordstein? Nein, das dürfen wir doch gar nicht. Nicht auf die Wiese, nicht auf die Wiese. Lenk, 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 lenk. Ach scheiße, wir wollen hier raus. Der Erste. Und beim Rechtsabbiegen muss der Fußgänger Rad fahren. Spiegel, Schulterblick. Das schaffen wir. Vorsicht, die wollen nicht. Musst du aufpassen. Mhm. Wenn die rüber wollen, musst du lassen, ja? Okay, also in der Prüfung wahrscheinlich eher durchlassen, oder? Naja, die wollten ja jetzt nicht. Okay, dann die stehen ja immer noch dort und quatschen, ja? Das muss man immer erkennen, den Unterschied. Das ist schon. Abstand, Abstand. Vorfahrtsstraße. Vorsicht, hier kann dir auch einer entgegenkommen. Ja. Vielleicht lieber etwas langsamer. Genau. Seitenabstand mindestens 1 Meter. Nicht die Autos an. Was bremsen. Fußgänger überwiegend. Circa 30 Fußgänger hätten hier Vorrang. Keiner da. Hindernis. Spiegelblinker links. Gegenverkehr hat Vorrang. Bremse. Gib mal auf die Bremse. Nee, anderer Fuß. Linken Fuß drüben dann. Ja, ach so. Bei Gegenverkehr. Ich hab gedacht, wenn du das. Ja, guck mal. Ich Gegenverkehr. War ganz wir haben die. Warte, ich will dir erklären. Ja. Wir haben die Parkung im Fahrzeug. Kommt einer von unten, kannst du nicht fahren. Dann müsst ihr auf dem Fußweg fahren. So, guck nochmal in den Spiegel. Vorfahrtsstraße. Jo. Und dann kommt da unten Vorfahrt gewähren. Ja. Wir wollen rechts abbiegen, Spiegelblinker rechts. Nicht gegen die Autos fahren, Vorfahrt gewähren, gucken, ob frei ist. Ja. Weil das ist ja die Vorfahrtsstraße, der Querverkehr, ja? Yes. Und danach fahren wir geradeaus. Guck das Schild schon an, wenn wir dann geradeaus fahren. Na, ja, sehen wir mal. Hättest du fahren können. Echt? Jetzt nicht mehr. So, Blinker aus, wir wollen geradeaus. Guck dir mal die Vorfahrt an. Nach rechts? Nee, geradeaus fahren. Okay. Wer hat Vorfahrt? Die Leute. Genau. Verlassen. Das ist zu früh. Nutz dir mal ein bisschen hier vorne. Fahr mal ein Stück vor. Ja. Bist du da gestrichelt? Komm, so, nichts. Jetzt. Neue Straße, neues Glück. Keine Verkehrszeichen da. Rechts. Nee, nicht mit dem BMW hier gegen die parkenden Autos. Da dürfen wir nicht rein. Sehr gut gesehen. Nee. Fahren wir weiter? Ja. Gibt's noch eine? Ja. Spiegelblinker rechts. Fußgänger, Radfahrer. Du hast vor dem Vorfahren. Lenken. Und so, nächste biegen wir rechts ab. Einbahnstraße, Parkverbot, Vorfahrt gewähren. Ja. Vorfahrt gewähren, Querverkehr. Langsam rangehen. Vorsicht. Mit Gefühl. Ja? Ja, kommt auch, ne? So. Schulterblick geradeaus. Vorsicht. Geradeaus. Blinkers an, Herzen. Ausmachen. Schilder. Einmal Straße. Biegen links ab. Biege Blinker links. Links einordnen. Fahr mal ein bisschen sanfter ran. Ja. Rechts vor links.
Blinker links. Der und der. Schießt wieder der Scheibenwischer an. Den links brauchst du nicht. Guck da mal nicht hin. Du brauchst die zwei. Und jetzt stinkst du links. Weil. Halt mal kurz an. Ich muss das erklären. Soll ich hier hoch auf dem Bordstein? Nein. Das dürfen wir doch gar nicht. Einfach hier so anhalten. Einfach Blinker rechts und anhalten. Okay. Gib mal eine Bremse. Es wird natürlich jetzt alles so ein bisschen viel. Ne? Wir biegen jetzt mehr ab, es geht hoch runter, Einbahnstraße. Ne? Das Ding ist bei rechts vor links, wie wir das heute bei der Theorie hatten. Erinnerst du dich, wo ich gesagt habe, die nochmal losfahren wollte, die dann durchgefallen war? Ja, weil... Die hat bei rechts vor links nach links geguckt, es kam ein Auto und es ist stehen geblieben. Und das passiert ja auch. Guckst du hin? Weil, warum guckst du nach links? Du willst gucken, ob was kommt. Genau. Kommt was, wirst du automatisch stehen bleiben. Und da haben wir einen Vorfahrtsfehler. Ah, beim von links, wenn von links kommt, dann kann man. Interessiert dich bei rechts von links nicht. Ah, so, auch wenn er gar kein Signal gibt anzuhalten, dann muss man durchfahren. Ja, ne, um Unfall zu meiden, ja. Passiert aber nicht. Okay. Es gibt ja Paragraph 1, gegenseitige Vorsicht und Rücksichtnahme. Dann gibt es einen Vertrauensgrundsatz. Wenn ich mich an die Regeln halte, kann ich davon ausgehen, dass die anderen auch tun. Mhm. Weil sonst müsstest du, Moritz, auf jeder Vorfahrtsstraße runterbremsen, ja, wenn die Straße von rechts kommt und gucken, ob da jemand die Vorfahrt nimmt. Wisst ihr, ich meine? Ja, dann hält man. Macht ja auch keinen Sinn. Ja. Ne? Und wenn wir jetzt geradeaus fahren, bin ich davon überzeugt, dass du da vorne jetzt nicht nach links guckst. Mhm. Aber wenn man abbiegt, sobald man rechts oder links abbiegt, guckt man da komischerweise immer hin. Mhm. Okay. So, Blinker links und wir fahren wieder los. Also Vorfahrtsregelung ist rechts vor links, ja? Aus. Vorfahrtsregelung ist rechts vor links, also achten wir auch auf die nur von rechts. Mal kurz den linken Spiegel gucken, wenn du rüberlängst. Es gibt welche, die überholen dich dann auf der Zeit. Wenn ich das dann eher sehe als du, muss ich dir wieder ins Lenkrad halten. Mach langsamer. Ich denke, der fährt in die Lücke. Das Bedanken mache ich, mach du das nicht. Okay. Kümmer du dich darum. Nee, ich hatte mal eine, die hat sich auch bedankt und hat danach eine rechts von links übersehen. Ja, ja. Also kümmer du dich um dein Zeug, ich mach diese Sachen. Ja. Okay. Pass auf, wenn hier eine Tür aufgeht. Du brauchst immer ausreichenden Seitenabstand und viel schneller, als wie du gerade fährst, machen wir auch nicht. 30 ist hier ganz gut. Jo. Dann ist wieder rechts vor links, siehst du das? Ja. Mach langsamer, circa 20 km/h, circa. Genau. Und dann biegen wir rechts ab. Spiegelblinker rechts. Hast du Spiegel, ja? Ja. Und jetzt hast du Vorfahrt gewährt. Jetzt musst du die von links beachten. Und die Fußis. Jo. Also wenn die drüber wollen. Mach erst mal ganz entspannt anhalten. Warte mal ab, warte mal ab. Gucken wir mal, was die Fußgänger machen. Und die laufen hochwärts. Laufen wir, perfekt. Da kommt aber jemand. Vergesst trotzdem deinen Schulterblick nicht, ne? Und kontrollier noch mal nach. Und ein bisschen Gas, dass wir wegkommen. Bisschen. Maximal 50, ja? Ja. War das jetzt rechts vor links übersehen? Du bist Vorfahrtsstraße. Ich bin aber Vorfahrtsstraße. Du hast ja gerade Vorfahrt gewährt. Ja, die Vorfahrtsstraße aufgefahren. Wir biegen rechts ab. Spiegelblinker rechts. Nicht, genau. Fußgänger. Vorfahrt gewähren. Kannst du jetzt schon kontrollieren, ob da was von unten kommt. Immer im Wechsel gucken. Und guck lieber noch 3-4 Mal nach. Ne? Okay. Aufpassen. Spur halten.
Einfahrtsstraße. Zur Ampel schauen, Spur kontrollieren. Zur Ampel schauen, letzter Blick Ampel, nicht auf die Trennlinie fahren. Nein, nein. Jetzt warst du halt zu weit links. Das ne? war jetzt auch, war das gerade? Nee, ich bin noch auf der Vorfahrtsstraße. Du bist auf der Vorfahrtsstraße, ja, das steht doch hier. Ja. Hat keiner gesagt, ja. Nur, dass du guckst. Ja, ich wollte nur wissen. Naja, du fährst 30 halt nur, ist ein bisschen wenig. Das ist zu wenig. Du bist auf einer Vorfahrtsstraße, ja? Ja. Die Spur passt nicht. Tempo passt nicht, du fährst 60. Nicht anhalten, ist grün. Nicht anhalten. Ja, noch ein Tempo. Tempo aufpassen. Du hast manchmal noch ein bisschen viel Unterschied. Wenn du bremst, da gehst du zu weit zurück, gibst du Gas, bist du zu weit drüber. Ja. Ne? Gas weg, ist rot. Das ist hier. Schlechter muss man anhalten. Ja. Unterschätzt bitte die Ampel nicht. Links endet ein Fahrstreifen. Also ganz entspannt, Spiegel, Schulterblick, ja, wenn der Fahrstreifen ist. Mhm. Ampel konzentrieren. Stopp. Guck mal in den Spiegel. Bremse lockern, lockern, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Ja, da habe ich jetzt zu sehr auf den Spiegel. Du schätzt dich nicht. Ja, da habe ich zu sehr auf den Spiegel geachtet. Der Spiegel setzt nur ganz kurz, ob jemand hinter uns ist. So, dann kommt auf der linken Seite, siehst du, Ortsausgang. Jo. Guckst du mal in den Spiegel, ob jemand überholt. Wäre zwar bei Gegenverkehr dumm, aber gewöhn dir das mal so an. Okay. Jetzt bist du außerorts. Jetzt fährst du ein bisschen schneller. Wir müssen heute keine 100 fahren. Mir reicht erstmal eine 70. So. Okay. Wir gehen vorsichtig ran, ja? Und bei 70 ist es an der Ampel ein bisschen anders. Fahr mal die 70, fahr mal. Wenn sie gelb wird, noch halten wir an, noch halten wir an, zwei Pfeile drüber. Okay? Okay? Weil sonst wird die Bremsung zu fest. Okay. Die 70 wird aufgehoben, du bist ja schon eh schon drüber. Du musst mehr kontrollieren. Und da vorne siehst du, kommt ein Kreis. Kreisverkehr. Beim Reinfahren wird nicht geblinkt, beim Rausfahren wird geblinkt. Wir verlassen den Kreis an der zweiten Ausfahrt. Du bremst dich zurück. Du siehst auch, Vorfahrtsstraße wird beendet. Du kriegst Vorfahrt gewährt. Es sind zwei Fahrstreifen. Wir bleiben nicht blinken. Nicht blinken, nein. Wir bleiben immer in den rechten. Langsam. Wenn es passt, rein. Husch, husch, Außenring bleiben, drinnen bleiben im Kreis, jetzt die nächste wollen wir raus, Spiegel, Blinker, Schulterblick, wegen Fußgänger, Radfahrer. Jo.
da wir außerorts sind, sind abgebogen 100, aber da vorne kommt eine 70. Geradeaus. Von der Vorfahrt her, wie musst du beachten? Ich habe Vorfahrtstraße, bringt nach rechts ab, das heißt... Geradeaus fahren wir. Achso, wir fahren geradeaus. Also mal Ortseingang. Wir fahren geradeaus. Wen musst du beachten? Fußgänger? Die von... Du machst Zusatzschild an. Wer ist denn noch auf der Vorfahrtstraße? Rechts. Auf rechts muss da. Okay. Ach krass, das geht nach vorne und nach rechts. Aber irgendwie ja, nicht. Da, du kannst hier gerade fahren. Und die haben Vorfahrt. Achso, aber. Ich dachte, dann steht der Pfeil, der noch geradeaus ist, dann auch dick. Rechts bitte. Nach rechts. Mit Schulterblick. Hindernis. Oder machst du so? Ja, geht so auch? Ja, geht auch. Okay. Links jetzt rüber. Gas ein bisschen weg, dass du mit dem Zeug hier nachher kommst. Nicht auf die Wiese. Nicht auf die Wiese! Du musst halt langsamer fahren, Moritz. Ja. Den Straßenverlauf folgen. Rechts vor links. Ah, oh. Shit. Okay. Ja. Fahren wir weiter, gucken Spiegel, wenn du losfährst. Rechts vor links, Vorsicht. Tückisch. Ja, du weißt, es ist rechts vor links. Ja. Musst du wirklich Straßen suchen, die rechts sind. Ja. Wir folgen hier rum, das ist der Weg geradeaus, das ist eine Kurve, gucken im Verkehrsspiegel. Kinder, ne? Ich weiß nicht, ob du die da schon gesehen hattest. Jo. Da sind wir schon so ein bisschen vorbereitet. Schrittgeschwindigkeit, eigentlich 7, aber. So, da steht wieder so eine Teppichstraße. Mit ja? Ball, genauso wie. Also Luftballon. Und das ist ein Ball. Ja, das ist ein Luftballon. Aber genauso wie bei diesem. Wie im Video, ne? Ja, exakt genau. Gleich. Auch noch die Straße rüber gerannt. Das hat echt so nach Video links, sein. Spiegelblinker links. Wen musst du beachten? Die von? Von rechts kommen. Die von rechts. Vorsicht. Kommt nichts, alles los. Hier auf deine rechte Fahrbahnseite. Achtung, Frosch. So, da darf ich jetzt nicht rein. Also musst du automatisch, genau, langsam. Dann biegen wir links ab. Halt mal ganz kurz an. Jo. Mit der Vorfahrt, ich meine, wir sind heute beim ersten Tag. Mhm. Ne? Und ich merke, du gibst dir jetzt auch richtig Mühe, gell? Oder generell. Aber es wird dann schon langsam, das überfordert einen auch ganz schnell. Ne? Ja. Die Frage ist halt, es kommt ja niemand, sonst könnte ich ja gucken. Du biegst jetzt nach links ab. Was wäre mit dem Gegenverkehr, wenn jetzt einer von dort kommen würde? Müsstest du den beachten? Ich müsste warten. Warum? Weil es Gegenverkehr ist. Okay, also wegen links abbiegen Gegenverkehr. Aber wo kommt der her? Aus einem ab. Gesenkten auf so einen abgelenkten Bordstein. Und dadurch kommt er aus dem Nichts. Also du würdest hier als Linksabbieger vor dem fahren. Und das muss man ja alles auf Kette kriegen. Ne? Also hier durfte keiner kommen, Einbahnstraße. Hier durfte keiner kommen, Einbahnstraße. Du hast nur das Problem mit dem Gegenverkehr. Mhm. Du biegst links ab,
eigentlich Gegenverkehr, aber er kommt aus dem Absatz, du nicht. Mhm. Und deswegen stehst du höher. Okay. Das heißt aber, wenn jetzt keiner kommt, darf ich ohne Bremsen fahren oder muss ja, ich... Ja, nicht klar. Okay. Nur bei rechts vor links fahren wir nicht mit 40 vorbei, da bremsen wir runter und gucken ja rein, dass es der Puppe auch sieht. Du bist sowieso verpflichtet, dein Tempo so zu wählen, guck, du bist schon wieder drauf. Mhm. Das war der Fußweg. Mhm. Also du hast wirklich richtig Probleme mit der Spur. Das musst du ganz akribisch aufpassen. Rechts vor links. Ja, es ist zwar eine schmale Straße, aber es kann ein Fahrrad herkommen. Mhm. Das nächste ist wieder ein abgesenkter Bordstein. Siehst du das? Ja. Und dadurch brauchst du nicht. Und trotzdem befindest du dich noch in der Einbahnstraße und wir biegen links ab. Und deswegen ordnest du dich links ein. Müsstest du wegen der guten Frau sowieso. Mhm. So, und du müsstest, da kommt ein Hund gelaufen, der läuft aber aufs Grundstück. Und deswegen müsstest du den von rechts beachten und den von vorn. Die zwei. Lenk dazu ein. Du fährst wieder eine Einbahnstraße und der hätte dich beachten müssen. Beziehungsweise bleib mal kurz stehen. So ja, ist das. Bleib mal kurz stehen. Der darf eigentlich gar nicht von dort kommen. Ah, Fahrradfahrer gehen nur in die Richtung, ne? Ja. Ah. Okay. So. Guck nochmal. Aber davon mal abgesehen, ob da jetzt ob der Radfahrer da jetzt kommt, ist mir eigentlich gleich. Aber der kommt von rechts. Mhm. Aber die kennt sich eben mit der Regel nicht aus. Wir biegen rechts ab. Also es ist eine schmale Straße. Dort kann jemand herkommen. Also musst du relativ weit rechts bleiben. Lenk, 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 lenk. Es kann immer einer kommen. Und wieder zurücklenken. Nicht, dass wir hier in der Stube drin stehen. Hindernis. Spiegel, Spiegel, Schulter. Vorbeilenken. Beschleunigen. Und nach dem Hindernis wieder zurückblinken. Spiegel, Spiegel, Schulter und weiter. Ich mache immer den Blinker vor dem Spiegel, das ist das Problem, ja. Die Reihenfolge ist Spiegel, Spiegel, Blinker. Mhm. Ich sage, wenn du erst blinkst und guckst dann den Spiegel, Hauptsache guckst du überhaupt. Mhm, okay. Ja, ist das Ding aus oder läuft das noch? Oh, das läuft noch. Eine Stunde läuft schon. Also läuft auch. Ja, noch. Läuft. Also. Oder? Weiß ich gar nicht. Blinkt das denn noch? Ja, blinkt noch. Eine Stunde läuft schon. Gut. Wir biegen links ab. Hältst noch mal bitte hier an. Jo. Stopp, stopp. Hier anhalten? Ja, einfach, ich will dir nur was erklären. Achso, okay. Das ist mir egal, was du nur uns sagst. Okay, okay. Ich will dir versuchen, gleich so viel wie es möglich aufzudrücken. Ja. Ne? Gucken, ob das verkraftest. Wir haben morgen eine Theorie Vorfahrt. Das ist sowas von wichtig, weil ohne Vorfahrt geht gar nichts. Das Ding ist, in den folgenden Fahrstunden, morgen beispielsweise, wenn wir nach der Theorie fahren, werde ich dich sehr oft an der Einmündung fragen oder Kreuzung, wenn wir jetzt hier links abbiegen, würde ich dann zu dir sagen, Moritz, wen musst du beachten? Mhm. Und dann müsstest du sagen, links, rechts, geradeaus. Gegenverkehr, alles. Fußgänger, alles. Ja. Genau. Warum? Wir haben Vorfahrt gewähren, der hat Vorfahrt gewähren, hat auch keinen Absatz. Mhm. Die zwei sind Vorfahrtsstraße, deswegen musst du sie sowieso beachten. Und als Linksabbieger kommt der noch dazu. Mhm. Okay? Also nur weil wir Linksabbieger sind, müssen wir auf den achten, sonst müssen wir nicht auf den achten? So ist es. Okay. Zumindest sehr oft. Okay. Okay? So, jetzt krabbelst du weiter vor. Vorsicht. Gucken. Versuchen immer frühzeitig zu gucken. Ja. Oh, scheiße, mit meinem Rücken, ey. Passt. Rechts halten. Hier ist doch so eine Kutscherstube, ne? Ja. Das ist so Pferdehof. Ah, da fahren die wahrscheinlich noch. Fahr ich mal mit Inner lang. Und da hat sie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Die hat irgendwie erzählt, dass sie ein Pony zu Hause hat, das hieß Bianca oder so. Da habe ich gesagt, wenn es mal zu alt ist, schaffst du es ja her. Das fand ich überhaupt nicht witzig. Oh nein. Ja. Das hätte ich nicht so sagen sollen. So, pass auf. Das nächste Verkehrszeichen Anhalt. Ist eigentlich egal. Nee. Stopp in 100 Metern. Genau. Du fährst weiter. Lass dich nicht durch das Vorfahrtgewerbe blenden. Du saß in 100 Metern. Jetzt kommt
Halt Vorfahrt gewähren plus halt nicht hier. Ja, ich wollte nur einmal rein. Nee, darfst nicht. Okay. Haltelinie. Und jetzt stehst du 3 Sekunden, ohne zu gucken. 1, 2, 3 und jetzt guckst du erst. Wenn du vorher guckst, Moritz, ob frei ist, sollte frei sein, neigt der Mensch dazu, weiterzumachen und vergisst es anhalten. Also deswegen 3 Sekunden immer stoppen. Du musst beim Stoppschild anhalten. So, okay. Es ist frei, oder? Jo. Und die könnte doch. Die fahren doch nicht nach hier. Die tun dir nichts. Also du kreuzt die nicht, du schneidest die nicht. Ja, ja, ja. Ortsausgang, Spiegel kontrollieren, Gas geben. Das blaue Schild sagt dir, wo du lang zu fahren hast. Ne? Nämlich hinten rein, nicht, dass du dir vorne reinlässt. Ja, ja. So, rechte Spur, Schulterblick war gut. Rechte Spur, beschleunigen, entspannt. Jetzt lehnst du dich wenigstens mal an. Zweiten Abstand, nicht, dass hier eine Tür aufgeht. So, jetzt kommt Fußgängerüberweg, es kommt ein Kreis und wir fahren gleich die erste wieder raus. Aber erst den Überweg abchecken. Ja, kommt nichts. So, das passt. Der BMW, Vorsicht, 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 ganz ruhig. Spiegel, Blinker rechts, Schulter nach rechts. Aber Link, Link! Ach scheiße, wir wollen hier raus. Der erste. Ach shit. Fußgänger. Du wolltest wieder hier blinken, das ist das Problem. Ja, und dann hast du gemerkt, das ist falsch und dann hast du es vergessen. So, nächste rechts, Gas weg. Genau. Nicht zu schnell. Stehen bleiben. Und Big Titty rüberlassen. Gucken wir mal, wie man gechoppt kommt. Nope. Und rum. Das war ziemlich eng rum, oder? Mhm. Enger lenken, sonst fahren wir gegen den Audi, das bringt ja auch nichts. Schön ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Blinker rechts. Was heißt das du? Ja, ich bremse. Blinker rechts. Vorsicht, hier rein. Nicht Gas geben, um Gottes Willen. Da schießt doch volles Ballett los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ja. Ja. Ein bisschen auflenken. Ein bisschen auflenken. Auf heißt gegen. Und jetzt wieder hier rein. Ach, da rein? Ja, ja. Okay. So, und jetzt achtest du auf die Dinger. Lass mal rechts gelenkt. Schaffe ich das so rein? Mal, fahr mal ein Stück vor. Ich weiß es nicht, ich glaub's nicht. Klar. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will das Auto nicht kaputt machen. Ja, aber das klingelt doch vorher. Ja, ja. So, jetzt hier kommt es gut. Siehst du? Kannst noch ein Stück, kannst noch, kannst noch, kannst noch, kannst noch. Vertrau mir mal bitte. Okay. Alles geht. Jetzt hältst du an, jetzt machst du Gangwechsel, Lenkrichtungswechsel. Also auf R. Guckst natürlich nach hinten. Kommt da jemand? Gehst zurück. So, gut, reicht schon. Gangwechsel, Lenkrichtungswechsel. Und jetzt ganz gefühlvoll bremsen. Ein bisschen gegenlenken. Und jetzt reizen wir auch wieder nach vorne aus. Nutzt die Lampe da vorne. Nee, ein bisschen hier rum. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So. P. Motor aus, da geht der Bremse rein. Okay, meine erste Fahrstunde war jetzt vorbei. Es war wirklich sehr viel auf einmal, aber ich glaube, ich habe mich ganz okay geschlagen. Einmal bin ich kurz gegen den Bordstein. Ich hoffe, da ist jetzt alles okay. Naja, auf jeden Fall hat es echt mega Spaß gemacht. Es war am Anfang so ein bisschen so, jetzt geht's wirklich los. Und dann hat man sich aber relativ schnell entspannt. Also ich glaube, das wird. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Abonniert diesen wunderschönen Kanal. Dann sehen wir uns in der nächsten Fahrstunde wieder. Und ja, hoffentlich schaffe ich die Prüfung.